Hallo, wir sind jetzt am Stand der Berliner Krebsgesellschaft und wir haben heute die Frau Müller bei uns und stellen ihr ein paar Fragen. Frau Müller, wollen Sie sich und die Berliner Krebsgesellschaft vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, gern. Mein Name ist Müller, ich arbeite für die Berliner Krebsgesellschaft. Das ist ein gemeinnütziger Verein hier in Berlin für Krebsbetroffene und auch ihre Familien. Wir unterstützen Krebsbetroffene dabei, gut durch die Krankheit zu kommen, durch Beratung, Kurse, Gruppen, einen Härtefonds, viele Angebote, die wir für die Erkrankten bereithalten, um ihnen den Alltag zu erleichtern. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal zum heutigen Thema. Wir sind ja beim Ab- und Frauenlauf und hier geht es alles darum, ein Zeichen gegen den Brustkrebs zu setzen. Ich muss ganz ehrlich sein, abtasten, das kann ich wirklich an zwei Händen abzählen, wie oft ich das bis jetzt gemacht habe. Haben Sie da irgendwelche Tipps? Wie oft sollte man das machen und ab welchem Alter macht das Sinn? Also man sollte einmal im Monat seine Brust abtasten, auch Jessica, um seine Brust kennenzulernen und kleinste Veränderungen zu fühlen. Am besten 3-4 Tage nach der ersten Regelblutung, weil dann das Gewebe schön weich ist. Du tastest deine Brust mit 2 oder 3 Fingern, immer die rechte Hand, linke Brust. Du fängst hier bei 12 an und tastest dich in kreisenden Bewegungen einmal um die Brust herum. Dann bitte auch die Brustdrüse abtasten und die Achselhöhle nicht vergessen. Auch hier können Knoten oder Dellen oder anderes gespürt werden. Und wenn du was merkst, eine Veränderung, oder dir unsicher bist, geh auf jeden Fall zum Hautarzt und lass das checken. Mhm. Dankeschön. Kann man sich so eine Anleitung auch irgendwo anschauen? Ja, wir haben die hier am Stand. Das ist so ein kleiner Aufhänger für die Dusche. Da kann man sich alles nochmal anschauen. Oder bei uns auf der Webseite unter www.berliner-krebsgesellschaft.de. Dort findest du auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und auch viele andere nützliche Infos. Super. Also ich werde es mir auf jeden Fall zum Herzen nehmen und ich hoffe, ihr auch.